Hallo Freunde, willkommen zurück. Pflichtspieldebüt für uns beim VfL Bochum. Erste Runde DFB-Pokal bei Holstein Kiel. Gibt natürlich wieder ein paar Sachen zu vermelden, die sich getan haben in den paar Tagen, in den letzten sechs, um genau zu sein, seit dem letzten Part. Überwiegend Gutes. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zwar haben wir einen Dauerkartenverkauf Absatz von 18.000 nochmal bekommen. Das heißt, wir haben nochmal einen kleinen warmen Geldsegen erhalten, 2,99, also aufgerundet 3 Millionen Euro hinzubekommen. Das macht dann insgesamt einen Kontostand schon mal von 4,3 Millionen. Also das läuft schon mal erfreulich gut, dass wir da finanziell gesund dastehen. Dann haben wir zwei Transfers zu vermelden. Christian Gamboa ist gewechselt nach CF Amerika. Und Moment, ich glaube, das sieht man bei Scouting, war das, glaube ich. Genau, und dann Transferchronik. Sieht man jetzt, ist noch nicht komplett aufgelistet worden, wird dann, glaube ich, erst in der Winterpause passieren. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den dann hier aufgelistet bekommen, genauso wie Philipp Förster. Jedenfalls Gamboa weg, 125.000 nach CF Amerika, Mexiko. Antwi Adjei bin ich immer noch unentschlossen, tendenziell bleibt er, obwohl eigentlich mit 29 und auslaufender Vertrag könnte schwer werden, eventuell, wenn wir den Vertrag verlängern, den nochmal loszuwerden. Da ist das Ende offen. Tim Oermann, da hat sich es mittlerweile so entwickelt, dass ich gesagt hatte, wie ich schon angedeutet hatte auch, dass ich das Leihangebot von Valencia abbrechen werde. Da müssen wir einmal hier hin, Transferverhandlungen. Und dass ich den dann doch innerhalb der zweiten Liga verleihen werde. Und Nürnberg, das hat sich nicht so ergeben, dass das, also da hat sich nichts ergeben, in der Hinsicht, dass das Angebot lukrativ wäre. Er hätte da zwar einen Stammplatz bekommen, aber da war mir die Leihgebühr ein bisschen wenig mit gerade mal 20.000, also so gesehen 120.000 im Monat. Da habe ich dann hier, sind zwar nur 9.000 mehr im Monat, aber ein Kleinvieh macht auf Dauer auch Mist. Nicht erstmal mit wen Wiesbaden geeinigt und Schalke anhand, alleine auch deswegen, weil die beide auch unser System spielen, also auch gegen Pressing. Lautern konnte ich mich auch nicht einigen. Da sind noch zwei Vereine in der Schwebe, die haben sich noch nicht gemeldet. St. Pauli wird da auch noch in Frage kommen, vielleicht, dass ich da mich mit denen einige, sofern das Angebot passt. Aber tendenziell würde ich sagen, geht die Reise wohl nach Wiesbaden. Bei beiden hat er jetzt eine Stammplatzgarantie so gesehen, also ist vereinbart worden, also bekommt dann genug Spielpraxis, um sich zu entwickeln. Und ja, ich dachte mir auch, zweite Liga Deutschland ist ein bisschen vom Niveau auch höher als zweite Liga Frankreich. Passt da ein bisschen besser, zumal er dann auch hier das, also beim WN Wiesbaden zum Beispiel, das System dann auch praktiziert und spielt, was ja bei den Valencia nicht der Fall gewesen wäre. Römling wird schwer loszuwerden. Da bietet sich genau aktuell keiner an, genauso wie Bosiskovic aus unserer Jugendabteilung. Da hatte ich jetzt nur ein Angebot aus Bosnien-Herzegowina. Ich glaube, das sieht man hier auch. Wenn schon, dann zeige ich das richtig. Und erzählen nicht nur, dachte ich mir, hier Radnik aus Bosnien-Herzegowina, aber die haben schon alleine eine katastrophale Trainingseinrichtung, so ist es richtig. Ja, ist mir die Verletzungsgefahr einfach viel zu hoch, bringt mir nichts, wenn wir den da hinschicken und der kommt mit einem Kreuzbandriss zurück. Transfers, die ich jetzt eigentlich fast komplett abgesagt habe oder auf Eis gelegt habe erstmal, aber eigentlich wird daraus nichts. Den einen hatte ich ja eh schon in Frage gestellt, der war mehr für die Kaderbreite vorgesehen, Kai Wagner. Da hat sich es mit den Gehaltsvorstellungen einfach zerschlagen. 1,5 sprengt einfach massiv unser Gehaltsgefüge, zumal er ja nicht als Stammspieler eingeplant werden sollte. Und Araujo, da komme ich nicht auf eine Einigung mit Benfica Lissabon. Die möchten einfach eine zu hohe Leihgebühr. Da würden wir fast das ganze Transferbudget in die Leihgebühr reinbuttern. Und das ist nicht, einfach nicht gut. Wie ihr schon sehen könnt, hat sich die Auswahlliste Verstärkungen, auf Talente kommen wir gleich zu sprechen, etwas erweitert. Da habe ich hier wieder den Juden Gonzalo Borges gefunden. Den hatte ich aus Versehen auch rausgeschmissen aus der Liste. Da ist er wieder. Das wäre unsere Lösung. Sollte Jimmy gehen, oder sollte man Jimmy verkaufen eigentlich, eher gesagt. Das wäre auch in der Hinsicht ein guter Ersatz, fast ein 1:1. Die Flanken spielt er besser, Abschluss ist er besser und in der Geschwindigkeit und am Antritt fast gleich. Also Jimmy hat 16-16, er hat 15-16. Also das wird dann als Flügelspieler super hinkommen. Für den linken Flügel wäre er eingeplant, da gibt es aber, also da lasst euch nicht irritieren, Jimmy ist genauso ein starker Rechtsfuß. Also per se hätte er jetzt, sag ich mal, an und für sich auf dem linken
nicht viel zu suchen, aber er kann ja auch abstoppen, nach innen drehen und damit den rechten Fuß flanken, muss er nicht aus dem vollen Lauf tun, auch wenn es ein paar Sekunden manchmal kostet, als wenn man komplett durchzieht, aber halt bei Jimmy ist es der gleiche Fall, spielt auf dem linken Flügel des Rechtsfuß, eigentlich so gesehen mehr invasiver Flügelspieler oder invasiver Außenstürmer, aber ist seine beste Rolle. Und man könnte ja immer noch zur Not experimentieren in dem Fall. Bei Anthea Jay braucht man das gar nicht versuchen mit einem Abschluss von 10. In meinen Augen viel zu schlecht für invasiv. Da sollte man schon 12, 13 haben, um da ein bisschen was erwarten zu können. Ja, kann man mich gerne belehren, falls er das anders sieht. Wie gesagt, hatte ich schon letztes Mal im Livestream gesagt, Tipps nehme ich immer gerne mit. Bin auch nicht allwissend bei dem Spiel, zumal ist es jetzt erstmal mein dritter FM insgesamt. Bin da erst beim 22er eingestiegen. Sekou Keita ist so die ernsthafteste Alternative, die ich ausfindig machen konnte. Erstmal weiter, ich werde natürlich weiterhin scouten, aber ja, und einzigste ernsthafte Alternative, Konkurrenten, den wir haben, wäre dann Freiburg. Da geht die Stimme flöten. Antritt und Schnelligkeit ist in Ordnung, Abschluss auch. Und der könnte dann locker flockig neben Hofmann spielen. Also das müsste eigentlich passen, soweit dann. In dem Fall, falls wir merken, wir werden gerade in den ersten Spieltagen sind wir ein bisschen zu harmlos vorne, kann ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht ihn versuchen würde, vielleicht auszuleihen mit Kaufoptionen oder direkt zu verpflichten. Das bleibt aber noch abzuwarten. Marcel Hartl ist jetzt schon so ein bisschen eine Planung fürs nächste Jahr. Der Vertrag läuft aus. Metzala kann er spielen. So, so ist es richtig. Wäre eigentlich eine direkte kostenlose Lösung fürs nächste Jahr, falls Baro nicht überzeugt und wir uns auch die 3 Millionen Klausel nicht ziehen können oder wollen, habe ich ja gesagt, ziehe ich nur, wenn der absolut einschlägt wie eine Bombe. Ansonsten würde ich jetzt tendenziell statt jetzt ihn versuchen zu verpflichten und dann auch ablösefrei, ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler, eigentlich sogar ein richtig guter, wenn man denkt, vor allem wie gesagt, wird dann ablösefrei kommen. Enzo Leopold, auch jemand, der da erstmal auf dem Radar bei mir ist für den kommenden Sommer ablösefrei. Da ist ja noch alles früh, wir haben noch nicht mal einen Spieltag gespielt und ich gucke schon nach ablösefreien Spielern, aber sollte man nicht vernachlässigen. Genauso wie Noah Katterbach, obwohl es da schwierig werden könnte, weil es jetzt nicht gerade alt, ne? Dass es ein Spieler ist, der freiwillig auf Gehalt verzichtet und verdient jetzt schon bei Köln 1,4 Millionen. Aber wer weiß, wie unser Gehaltsgefüge im nächsten Jahr aussieht, dass wir da vielleicht doch ein Wörtchen mitreden können. Ich habe ihn auf jeden Fall mal im Auge behalten. Genauso wie jetzt Ali Seda hat sich ja auch noch nicht entschieden, was wir da machen. Und ich sehe gerade aus irgendeinem Grund, das muss ein Bug sein, ich kann mir das nicht erklären, weil jetzt ist wieder Ioa nicht mehr hier drin und ich habe den eigentlich noch nicht mal angeguckt, den Spieler, aber der ist normalerweise auch hier drin, muss ich gleich nochmal reinpacken, der Jutemann von Fortuna Düsseldorf. Merkwürdig, irgendwie merkwürdig, dass da manchmal sich Spieler aus der Liste verabschieden. Nun gut, Talente habe ich ein paar gefunden, auch wo die Transfers, wo die Verträge auslaufen. Das werden wir natürlich auch im Auge behalten. Wir sehen können auch unsere Spieler wie Raul König, Luca Raimund, Matza, Benz Dardai, Keketop, ganz interessanter Spieler und spannender. 1,92 groß, kopfballstarker Spieler. Also für sein Alter auf jeden Fall schon mal eine Sprunghöhe von 15 und Kopfballtechnik 13, das ist sehr, sehr ordentlich. Zielspieler, den habe ich dann so im Kopf als legitimer Nachfolger für Philipp Hofmann oder halt, wenn es mal nicht läuft, als Einwechselkandidat für nächsten Sommer. Das ist eigentlich an und für sich eigentlich fast alles schon gewesen, was sich so getan hat. Kommt noch gleich das Testspiel, was wir dann noch hatten, das letzte vor dem Kiel-Spiel. Pejinovic, da bin ich ein bisschen enttäuscht, wie er beurteilt wird und allgemein, ja, wie er sich entwickelt, ne? Also ich habe damals jetzt auf Realität bezogen mal im Kicker gelesen, das ist einer der vielversprechendsten Sturmtalente, die momentan in Deutschland rumrennen, aber ja, scheinbar nicht hier. Irgendwie nicht so richtig, also im letzten FM war er auch ein bisschen stärker, weil nicht. Wollen wir mal abwarten, wie er sich entwickelt. Hatte ich eigentlich so im besten Gewissen und Wissen auf die Liste gepackt, weil ich mir dachte, das könnte noch eine richtige Bombe werden. Aber abwarten und Tee trinken. Dann das letzte Testspiel gegen Leganés. Zweitligist aus Spanien. Lasst euch nicht blenden, so gesehen vom XG-Wert und von den Statistiken. Das war gar nicht sowieso so souverän, wie man meinen würde oder meinen sollte. Früh geführt, Leganés auch in der ersten Halbzeit eigentlich ja, so gut gespielt, obwohl sie jetzt nicht viele Torschützen insgesamt hatten.
Aber haben sich gut gewehrt. Also standen hinten auch sicher. Ich musste dann hinterher auch durchwechseln, damit es besser lief. Da kam dann Daschner für Stöger, Paciencia für Hofmann, Quarteng für Asano und Schlotterbeck für Masovic. Quarteng, wie ihr sehen könnt, ist ein Tor aberkannt worden. Aber er drängt sich mehr und mehr auf. Also ich bin da echt überlegen, ob ich Quarteng anstatt Asano gegen Kiel und allgemein in der Liga mal öfters starten lasse. Daschner auf jeden Fall überzeugt als Stöger-Ersatz. Wenn auch dann als Metzeler und nicht als vorgeschobener Mittelfeldspieler, vorgeschobener Spielmacher. Blablabla. Und die beiden Reserve-Außenverteidiger Osetuto und Wittek haben auch an und für sich komplett überzeugt in der Vorbereitung. Wittek jetzt auch nochmal so stark gespielt, dass ich echt dann doch überlegen bin, wenn ich hier Schienenspieler brauche, wenn wir die Fünferkette spielen, dass er eher spielt und Soares dann mehr ein Startelf-Kandidat im 4-3-3 oder anderen System, 4-4-2-4, 4-2-3-1, je nachdem, oder was ganz anderes. Auf jeden Fall, wenn wir einen Schienenspieler brauchen, glaube ich, werde ich öfters dann doch eher Wittek einsetzen als Soares. Und das war's eigentlich. Das war's. Damit können wir dann uns noch kurz Kiel angucken. Die sind so lala in die Saison eingestiegen. Erstmal gucken wir uns mal die Taktik, gucken wir uns gleich an, so wie immer, wie schon beim letzten FM. Gucken wir uns die Taktik an vom Anstoß. Macht mehr Sinn. Er ist ja dann halt auch die tatsächliche Aufstellung dabei. Testspielphase sind sie nicht ungeschlagen durchgekommen. Premiere oder Härtetest gegen Altmann geglückt. Heim auswärts stark. Auswärtsgewinn am ersten Saisonspieltag ist immer gut. Und dann aber, ja, spektakulär, 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 kann man da nur sagen. 4:5 zu Hause verloren gegen Fürth, waren eigentlich die stärkere Mannschaft auch, bezogen auf den XG-Wert an und für sich. Aber auch, ja, von den Werten etwas weiter die Nase vorne insgesamt. Ging auf jeden Fall gut rauf und runter das Spiel, lagen zwischenzeitlich 1 zu 3 hinten, kam dann immer mal wieder ran. Aber das zeigt auch, dass sie eine gute Moral haben. An und für sich, daher würde ich sagen, sollte man nicht zu leicht nehmen den Gegner. Vielleicht ist hier eine Überraschung möglich. Sieht aus wie ein Bonbon, der Trikot. Wie so Bonbonpapier irgendwie ein bisschen. Ja, damit sehen wir uns dann gleich. Ich muss jetzt nochmal die Aufstellung meinerseits durchgehen. So, da sind wir bei der Aufstellung. Ich habe jetzt Quarteng für Asano gebracht. Daschner spielt für Stöger und Schlotterbeck für Masovic. Ja, alles drei aus Verletzungssorgen, also aber an und für sich eigentlich komplett verkraftbar, weil, hatte ich ja gerade schon gesagt, haben eigentlich nicht so schlecht gespielt in der Vorbereitungsphase. Kiel spielt ein ähnliches System wie wir, 5-2-1-2 und Simakala, Pichler sollten wir da im Auge behalten. Simakala, dem ich auch in Manndeckung, da geht Lossia drauf als Kettenhund. Und der Rest kriegt ja, auch weil wir eh Gegenpressing spielen, quasi eine Sonderbehandlung. Da gehen wir voll drauf, volle Möhre, gehen erstmal ausgewogen ran. Und wenn wir das Spiel im Griff haben, kann ich mir vorstellen, dass ich dann auf kontrolliert hochgehe. Kiel selber kontrolliert ausgerichtet, deswegen erstmal abwarten, wie diese Startphase anfängt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, so gehen wir rein ins Spiel. Haben wir Anstoß. Bin auch immer noch unentschlossen, ob vielleicht ins Pflicht spielen oder oh, Fehlpass. Vielleicht wird etwas vertikaler spielen lassen, müssen mehr Risiko reinbringen. Habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, ging ein für an und für sich eigentlich auf, aber naja, einfach abwarten und Tee trinken insgesamt. Irgendwie habe ich schon Gefühl, kein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, bei dem Spiel. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Irgendwie so ein Gefühl, dass wir hier Favoriten tot sterben. Gut ausgeführte Ecke. Schulz und Riemann. Erste Mal gefordert. 4 Minuten. Kiel gibt auf jeden Fall Gas. Simakala wieder beim Eckball. Wieder flach ausgeführt. Schulz an den Pfosten. Zweiter Versuch. Wieder Schulz. Diesmal abgeblockt. Quarteng. Konterchance. Schneller machen. Und kann den Ball nicht festmachen. Geklärt zurück auf Däne. Pichler, Becker. Skripski. Da schon dazwischen. Verliert den Ball aber wieder direkt an Skripski. Der zieht ab und Riemann
kann klären. Also die Anfangsphase geht ganz klar an Kiel. Simakala, Eckball, rausgeköpft von Hofmann. So, die Anfangsphase jetzt fast überstanden, kein Gegentreffer, aber auch noch nicht wirklich viel von uns gekommen. Jetzt mal Wittek. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe, irgendwie, dass wir immer die Außenverteidiger die Standards schießen. Ich habe es eigentlich anders eingestellt. Aber das ist alles nicht so ein Backstelle. So, Ecke abgeblockt, Wittek nochmal. Das schnalle ich zurück. Pichler holt sich die Kugel. Konter vielleicht. Aufpassen hinten. Oh, jetzt nicht gut geklärt, die Makala. Auf Skripski. Und daneben. Der war knapp. Riemann wieder dran. Toto dazwischen, jetzt der Konter, vielleicht mal Wittek. Wittek. Ja, ansonsten mal vielleicht das geduldige Passspiel rausnehmen und oh, Lozier an die Latte. Erste dicke Chance für den VfL. Geduldige Passspiel eventuell dann doch rausnehmen. In dem Fall hier. Und vielleicht mal ein bisschen ja, ziehen. Oder halt einfach kontrolliert spielen. Obwohl jetzt in dem Fall vielleicht nicht unbedingt die richtige Lösung. Aber wir haben deutlich mehr Ballbesitz halt. Ne? Aber jetzt nach wie vor abzuwarten, was passiert. Auf jeden Fall die dickste Chance. Hat an für sich Kiel bisher, aber stehen da nichts nach. Simakala zurück auf Schulz. Aufs Tor. Haben auf jeden Fall mal unsere Duftmarke abgegeben, so gesehen. So, Bernardo. Tech. Gero. Hofmann. Lädt den Ball, aber Wittek bleibt dran. Gero, Bernardo. Schaut er weg, oben ist Platz. Spiel zurück. Ein Verlager nach oben, genau. Daschner. Ja, genau, Lücken suchen, Ruhe bewahren. Nur nicht vor allem im letzten Drittel hinten selber den Ball verlieren. Wieder zurück auf Riemann. Was ist das? Was ist das? Ey, das gibt's doch nicht. Oh, Riemann. Nein, ey. Oh, das darf nicht wahr sein. Schlotter weg mit dem Eigentor. Maximal unglücklich. Also. Oh, das darf nicht wahr sein. Spielt doch nicht immer nach hinten so oft. Ich werde wahnsinnig. Ja, starkes Startelf-Debüt von Schlotterbeck, obwohl da kann er nichts für, wenn Riemann nicht in der Lage ist, den Ball einfach nochmal anzunehmen. Quarteng durch. Quarteng trifft zum Ausgleich. Ah,
sehr schön. Nimmt die gute Form aus der Vorbereitungsphase mit. Erstes Pflichtspiel, erstes Tor, Hofmann mit dem Assist. So will ich das sehen. Ball, die Bälle verteilt dann. Und sein Mitspieler, seinen Sturmkollegen schickt. Puh. Ja, mit der ersten echten Chance getroffen. Wittek hat etwas abgekommen und zeigt an, dass er runtergenommen werden möchte. Ja, das ist natürlich, also der Saisonstart ist direkt schon mal von Sorgen geplagt, kann man sagen. Meine Güte, jetzt könnten wir Paslak rüberschieben, was wir, glaube ich, auch machen in dem Fall. Und dann kommt Osei Tutu rein. Da kannst du dir nicht ausmalen. Kann man sich nicht ausdenken, was hier passiert im ersten Spieltag. In der Pokalrunde. Spektugal. Ja, ist eigentlich unfair, dass Schlotterbeck jetzt eine 6-3 bekommt, obwohl es eigentlich der Riemanns Fehler war. Also, ob der Pass jetzt sauber, unsauber gespielt wurde oder nicht, stand weit genug weg vom Tor, würde ich meinen, um den noch zu kriegen. Aber der wird jetzt auch natürlich down sein. Das könnte gut sein, dass ich gleich Masovic dann doch reinwechsel. Zwar wenigstens direkt die Antwort, aber ja. Passen. Pichler. Eras drauf, Jungs. Und der geht daneben. Ups. Ja, ich glaube, ich muss auch vielleicht das Pressing erhöhen. Also müssen vielleicht die Abwehrlinie nach vorne schieben. Problem ist halt, wir haben nicht die schnellsten Abwehrspieler per se, dass wir da öfters mal vielleicht hinten dann blank stehen. Sind leicht vorne in Sachen Zweikämpfe, aber klar besser bei Kopfbällen. Angekommene Pässe auch etwas besser. Also der Abstand und die Passsequenz selber passt. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Fehlpass nach dem anderen spielen. Könnten etwas gefährlicher sein. Andererseits, mit dem ersten Schuss auf Tor haben wir direkt getroffen. Guck, wie der Ratschlag da noch lautet. Hier kriegt man sonst nicht viel heraus, sag ich mal. Gucken wir mal unsere Jungs an. Ja, obwohl er jetzt einen Fehler gemacht hat, bleibt er gelassen. Ist jetzt echt die Sache, ob ich den rausnehme oder erstmal noch spielen lasse. Kann natürlich wirklich nur gewisse Verunsicherung bringen. Marvin Schulz sollten wir vielleicht auch nochmal in besondere Behandlung verpassen. Spielt da denn Schulz zentrales Mittelfeld? Obwohl ich ja eigentlich schon auf mehr Aufrücken gehe per se, ne? Aber das vielleicht dann doch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Obwohl, wir bleiben erstmal so. Also wir sind hier immer noch auswärts. Wir lieber ein bisschen kompakter stehen. Und dann immer noch aufrücken. Ist ja nicht so, dass wir einfach uns angucken, was geschieht in aller Ruhe. Und nicht dagegen vorgehen. Ich werde, glaube ich, aber wirklich einfach mal Schlotterbeck ordentlich im Auge behalten. Ansonsten geht er raus. Tendenziell. Ja, erfreut eigentlich, dass wir direkt eine Antwort gefunden haben. Also ich versuche mal ein bisschen die Motivation hochzuziehen. Ich hoffe mal, das klappt. Ja, geht so. Einigermaßen. Weil erfreulich jetzt daran ist, dass wir halt direkt geantwortet haben und nicht eingebrochen sind nach dem Eigentor. Dass wir da auch versuchen, die Motivation hochzuhalten. So, zweite Halbzeit, Anpfiff. So, ein paar 60. muss ich mal langsam gucken, ob ich dann anfange zu reagieren. Vielleicht auch die Pass, die Pass,
Ausrichtung oder die Grundausrichtung ändern. Ja, obwohl doch die Motivation, also die Moral ist hochgegangen, wenn man da so sieht. Eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe mal die Grundausrichtung, auf kontrolliert ändern. Wir haben deutlich mehr Ballbesitz mittlerweile, passt. Ne, also die Statistik ist eigentlich ganz in Ordnung. Teng, Platz, weiter Ball raus, müsste hochspielen. Genau, Paslak hat Platz. Ja. Ungenaue Reingabe. Schön aufgepasst. Otto passt auch auf Bernardo, zurück auf Schlotterbeck. Jetzt nicht wieder so eine Geschichte. Schön gesehen, Osotutu hat Geschwindigkeit. Hält den Ball nochmal im Spiel. Daschner. Und das 2-1. Toto trifft. Romenda liegt am Boden. Müsste vielleicht raus. Asitoto, schöne Ball im Spiel gehalten. Daschner liegt. Ja, wollte eigentlich selber schießen. Abgeprallt von Lucia, geht er dann rein. Daschner auf jeden Fall mit der Vorlage und seinen Startelf-Einsatz so gesehen dann bestätigt und gerechtfertigt. Simakala jetzt mit Freistoß, jetzt bloß nicht schnell den Ausgleich fangen. Riemann stark pariert. Ball noch im Spiel, aber jetzt der Konter vielleicht. Hofmann sollte mal versuchen, den Ball zu halten, wird direkt abgegrätscht und der nächste Angriff rollt wohl jetzt an. Rote, geliehen vom BVB. Na gut. Ich glaube, ich werde Schlotterbeck echt rausnehmen. Das scheint sich nicht wirklich zu verbessern. Bringen wir Masovic rein. Löst die vielleicht gleich für Ordetz noch. Dann Pacencia. Pacencia für Hofmann als fitten Stürmer. Der ist eh langsam und läuft da auf der Felge. Und Osterhage für Lucia. Direkt der Dreierwechsel. Noch ein paar frische Beine reinschmeißen. Das lag. Der Ball kommt nicht an, setzt aber nach. Bleibt dran. Schön gemacht von Paslak. Pacencia versucht nachzusetzen wieder. Schulz, Sander, Borat, langer Ball raus auf Schimkala, aufpassen. Oder Außennetz. Simakala, nicht Simakala. Bero. Ein Wechsel haben wir noch. Naja, entweder Bero und dafür dann, ja, ganz lustig, ne? Baro für Bero. Handel für sich oder kurios eher. Oder warten und die Defensive stärken. Könnte auch rein theoretisch Daschner auf die Box-to-Box-Position zurückziehen und Stöger bringen. Aber ich glaube, ich werde da mehr eher den 1-zu-1-Wechsel, wenn dann vollziehen. Da müssen wir noch warten. Paslak auch nicht mehr. Aber da haben wir jetzt, glaube ich, keine Alternative dabei per se. Ich glaube, ich bringe dann doch Losli, den ich intelligenterweise gar nicht eingepackt habe, in den Auswechselkoffer. Ah ja, stimmt. Ich weiß auch warum. So, Ares. Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir bringen so Ares für Paslak.
So, die letzten 5 Minuten brechen an. Masovic auf jeden Fall besser als Schlotterbeck. Schon mal im Spiel, aber ich sage ja, der hat die 6-3 jetzt auch bekommen wegen dem Eigentor. Hat einfach zu scharf gespielt, den Ball. Den Pass. Orlets. Ja doch, Orlets war es. Ein bisschen Risiko. Auf den Tutu. Fällt mir richtig gut da hinten. Auf dem rechten Flügel. Auf der Seite, da hinten auf dem Flügel, ist egal. Sincia, Bernardo Soares, Vorsicht, Bero, Boateng durch, schöner Pass von Bero. Ball geklärt, Daschner setzt nach, eigentlich im Konter laufen. Gleich Nachspielzeit. Aussetoto fängt sich nochmal den gelben Karton ein. Aufpassen, Rote, frei durch. Flankt rein, Porat, Bernardo passt auf, Eckball. Raus. Soares. Vielleicht jetzt nochmal einen Konter den Sack zumachen. Aussetoto. Abdrehen. Ne, oder nicht? Versuch auf Boateng. Der kommt sogar noch an den Ball. Und das gibt dann bringt nochmal Zeit und Ecke. Oder Eckball und der bringt Zeit. Ja. Die richtige Reihenfolge. Aussetoto. Oh, fast da zum Kopfball gekommen. Letzte Minute. Bero. Oh, das ist immer natürlich gefährlich, solche Ballverluste. An für sich einfach das Tempo auch erhöhen, wäre auch eine Variante. Kriege ich immer die Krise, wenn ich sehe, wie die Bälle manchmal so kullern. So wie jetzt halt. Haarsträubend. Ende aber. Saison-Pflichtspieldebüt geglückt. Dennoch gerade eben so, aber haben uns halt auch quasi selber in Bedrängnis gebracht durch das Eigentor. Ja, kann man aber insgesamt an und für sich eigentlich zufrieden mit sein. Sturmdo scheint sich zu bewähren, was ich da die Idee habe. Boateng mit dem wichtigen Tor vor je, auf jeden Fall. 2-1 etwas glücklich. Aber letztendlich, ja, it is what it is, sagt man ja mittlerweile neudeutsch. Ne? Das ist ja. Man nimmt, wie es kommt. Ja, wir sind aber zufrieden. Das war jetzt nicht die krasse Oberleistung. Halt, ja, das Nötigste getan, sag ich mal. So, dann machen wir mal eine kleine, aber hier eigentlich direkt, brauche ich nicht drücken, eine kleine Übersicht der Ergebnisse. So, wenn ich gerade drüber geflogen bin, oder wo ich gerade drüber geflogen bin über die Ergebnisse, eigentlich keine große Überraschung per se. Wenn man hier so sieht, alles so vielleicht knapper, als man meinen würde anfänglich, wo man die Begegnungen gesehen hat. Zum Beispiel hier 2-3 Hertha oder nur 1-0 Wolfsburg in Braunschweig. Also da haben sich einige Mannschaften schwer getan, aber ja, kein Favoritensterben. Viele, viele Auswärtssiege. 2 sind in die Verlängerung gegangen und ansonsten alles eigentlich ganz entspannt. Jetzt vom Ergebnis her, also richtige Ausreißer haben wir da jetzt nicht so, außer vielleicht Augsburg, Hannover, höhere Ergebnisse. Ich glaube, Freiburg habe ich gerade gesehen, die haben 15-0 gewonnen. Ja, ja, da haben wir es. Die einzigste Ausnahme, die so richtig den Gegner abgeschossen haben, die Amateurmannschaft aus
Oberachern. Aber wie gesagt, das ist an für sich eher überraschend, dass es meistens so knapp ist. Die Kleinen haben aufgemuckt, kann man auch sagen. Ja, Schalke reiche ich dann im nächsten Part noch nach. Die Zeit möchte ich jetzt gerne nur nutzen, ein bisschen den Transfermarkt zu durchforsten, weiterhin Scouting und andere Sachen. Einfach keine Zeit verschwenden und jetzt nur, um die Ergebnisse zu zeigen, zu simulieren. Bayern Leipzig, die spielen ja später im September. Alles klar, das war's auf jeden Fall für den Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Über Feedback würde ich mich selbstverständlich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.